Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem ganz kurzen Quick und Dirty-Video zu Skull and Bones. Es geht um die Ostindienfahrt, die Trophäe. Ihr seht das momentan schon hier im Hintergrund eingeblendet. Eine Trophäe, die bei vielen, vielen Spielern wirklich Probleme bereitet. Und ich denke auch, dass sie definitiv buggy ist. Es gibt da irgendwie seitenlange Reddit-Threads drüber, über Leute, die einfach die Ostindienfahrt nicht erhalten. Bekomme ich natürlich auch immer wieder zwischendurch Nachrichten, hey, kannst du mal helfen, Ostindienfahrt, was muss man sich da alles genau anschauen? Und ich habe das immer ganz gut probiert, eigentlich schriftlich zu erklären, aber vielleicht, ja, gibt es ja noch viele, viele mehr. Gerade eben kam wieder eine Anfrage zur Ostindienfahrt, da habe ich mir überlegt, ich kann zwar immer beschreiben, was ihr machen sollt, aber es ist, glaube ich, dann doch besser, es zu sehen. Und vielleicht hilft es ja, ne? Diese kleine Möglichkeit, dass es vielleicht hilft, diese bekloppte Trophäe mit nach Hause zu nehmen. Ja, die hat mich dazu veranlasst, dieses kleine Video für euch hier zu machen. Ich habe das natürlich damals nicht aufgenommen. Zum Glück hat die PlayStation ja diese Aufnahmefunktion, wenn eine Trophäe erhalten wird, dass sie ein kleines Videoschnipsel macht. Habe ich auch immer aktiv die Funktion. Der normale Spieler haut sich damit eventuell die Festplatte mit voll, aber für mich ist das als Guidemacher immer eine ganz, ganz praktische Sache. So, da kann ich im Nachhinein nochmal ein bisschen Videomaterial eventuell für euch hervorholen. Ich schicke euch jetzt ganz kurz rüber in die Werbung und danach lösen wir die Ostindienfahrt. Und für günstiges, schnelles, zuverlässiges Silber, Items oder auch Boost für Skull & Bones, checke einfach MMOEXP. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Verwende dort einfach den Code GOODIE und es gibt nochmal zusätzlich obendrauf 6% Rabatt auf alle Bestellungen. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Wie gesagt, ganz kurz, quick und dirty, werdet ihr jetzt sehen, wie ich die Trophäe erhalte und wo das Ganze passiert. Das ist nämlich ganz weit oben in der Ecke. Ich blende zum Glück auch die Karte in meinem Videoschnipsel ein und dort fahre ich auf einen Wachturm zu und dieser Wachturm hat bei mir auf alle Fälle die Trophäe dann ausgelöst. Und jetzt müssen wir nochmal zurückspulen und gehen auf Start und dann könnt ihr das Ganze hier begutachten, wo ich die Trophäe hole. Das heißt, jetzt ist er auf dem Screenshot gewesen. Hier, diese Ecke dort, dieser Wachturm. Ihr werdet das sehen, das kommt auch ganz spät. Ne? Ich fahre wirklich bis an Land ran und wie gesagt, einigen Spielern hat es geholfen und vielleicht seid ihr dabei. Und das würde mich wahnsinnig freuen, da euch ja, mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können, um diese bekloppte Trophäe aus dem Weg zu holen. Und da haben wir sie, Ostindienfahrt-Trophäe erhalten. Das war für mich der Punkt, war für viele andere auch der Punkt. Wie gesagt, ich habe schon viele positive Rückmeldungen erhalten, dass es geklappt hat, wenn man an diesen Turm heransegelt. Ich hoffe, dass es euch ganz genauso geht und dass ich euch mit diesem Video eventuell zur Ostindienfahrt helfen konnte. Ich danke euch fürs Dabeisein. Ich hoffe, das Video hat geholfen. Es hat gefallen. Wenn ihm so war, denkt wie immer an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls auch nicht geschehen, dann verpasst ihr natürlich mit Lockaktiv kein weiteres neues Video. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.